Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer Folge im neuen Shallow Reef. Und zwar nenne ich sie einfach jetzt mal Technik Spezial. Was ich euch hier heute und vielleicht in ein oder zwei Teilen, je nachdem wie lange ich jetzt quatsche, zeigen möchte, ist, wie habe ich mein Becken aufgebaut, wie habe ich es mit Technik bestückt, wie habe ich das Ganze, ja, pauschal gesagt, zum Leben erweckt. Das ist der Plan des heutigen Videos und wir legen auch direkt los. Ja, Leute, es geht sich um die gesamte Technik bei diesem Becken. Das ist nicht gerade wenig, weil es ist ziemlich viel verbaut, damit alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ich habe einiges an diesem Becken verbessert, ich habe es automatisiert, weil ihr wisst, ich bin ein fauler Mensch. Und trotz alledem soll die Versorgung ja weiterhin immer noch so gut gewährleistet sein, dass auch alles vernünftig wächst. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass ich das Licht gewechselt habe. Das hat damit zu tun, dass ich ein vernünftiges Versorgungssystem habe, was einfach einzustellen ist. Bis hin Wechselabschäumertechnik etc. pp. Das sind alles Faktoren gewesen, die mit in dieses Gesamtkonzept dieses Beckens hinein geflossen sind. Pauschal gesagt jetzt mal aus meinen Erfahrungswerten heraus. Ich mache das ja schon jetzt eine Zeit lang, ich weiß gar nicht wie lange, ich blende euch das mal mit ein. Zumindest ab dem Start, wo ich es öffentlich gemacht habe. Zum Glück sind die Schandtaten davor nicht öffentlich. Nein, so schlimm war es nicht. Doch, es war so schlimm. Aber okay, kommen wir jetzt zu diesem Becken. Es ist, wie ihr alle seht, ein mega geiles Gerät da hinter mir. Ich kann mich ganz ehrlich gesagt nicht genug dran satt sehen tagtäglich. Es macht einfach riesen viel Spaß. Und fangen wir der Reihe nach mal von oben nach unten an. Wir haben oben drüber dreimal die neuen ATI Straton Pro in der Größe 153, genau, Modell 153. 153 bedeutet, da sind 153 LEDs drauf. Die Leistungsdaten muss ich ablesen, die habe ich nicht im Kopf. Von daher steht hier auch mein kleiner Spion. Gesamtleistung dieser Lampe, also pro Lampe, sind 225 Watt. Wenn alle Regler auf komplett Anschlag gefahren sind. So, ich habe jetzt drei Stück darüber, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich die Gesamtfläche da dementsprechend mit ausleuchten muss. Und weil ich am Anfang einen leichten Kommunikationsfehler hatte. Aber da war es schon passiert, da hatte ich schon zwei von den 153ern. Ich glaube, zwei von den 204ern, also sprich von den großen Paneln, hätten wahrscheinlich gereicht. Aber okay, da habe ich mit dem Olli irgendwie ein bisschen aneinander vorbeigesprochen, aber egal. Jetzt habe ich drei Stück davon drüber. Die hängen auf einer Höhe von knapp 28 cm im Moment, laufen auf die rechten beiden auf 55% und die linke läuft auf 50%. Ich blende euch das immer hinten so teilweise mal mit ein, die entsprechenden Erklärungen und Bilder. Versuche ich zumindest, dass das Ganze ein bisschen professioneller aussieht. Apropos professionell, ich springe gerade eben nochmal kurz zurück. Ich nehme gerade das Ganze hier mit meinem neuen Kamerasystem auf und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob das so in Ordnung ist. Einmal natürlich hier Greenscreen, kennt ihr ja von mir, aber jetzt halt mit einer neuen Kamera und auch die anderen Aufnahmen werden mit der Kamera gemacht. Mal schauen, wie es rüberkommt. So, Schnitt, off topic, weiter geht's bei der Straton. Was bei der Lampe natürlich schön ist, was ich im Vorfeld bei der Hybrid nicht hatte, weil es halt eine ältere Version schon aufgepeppt war, aber noch nicht mit WLAN, ist das Interface, dass ich natürlich mit WLAN direkt an die Lampe rangehen kann. Kann ich euch auch im Hintergrund nochmal kurz mit einblenden. Da ist dann dementsprechend eine vernünftige Einstellung möglich. Ich kann meine Farben einstellen. Ich sehe, was die Lampe tatsächlich für einen Verbrauch hat, also pro Lampe. Und wenn ich jetzt alle drei Lampen bei mir zusammenrechne, habe ich tatsächlich so um die 220, 230 Watt aktiv momentan da laufen. Und das ist natürlich im Vergleich zu der Hybrid, die ich vorher hatte, schon eine Hausnummer. Gefahren wird im, wenn ich drauf gucke, rechten Bereich, wo die SPS stehen, das reine LPS-SPS-Programm, weil ich es ein kleines bisschen blaulastiger haben möchte.
Und im ganz linken Bereich, wo auch die Anemone steht, da habe ich ja meinen Euphilia-Wald aufgebaut. Dort fahre ich dann tatsächlich mit 50 oder 45%, seht ihr im Hintergrund, dann das entsprechende reines LPS-Programm, das ein bisschen blaulassiger ist und die Euphilien ein bisschen intensiver rüberkommen lässt. Ja, sonst noch was zum Thema Licht. Befestigungen seht ihr momentan, blende ich euch auch nochmal separat ein, ist momentan noch durch 6 Einzelaufhängungen gemacht. Da wird demnächst, hoffe ich dann bald, eine entsprechende Schiene kommen, die alle drei Lampen miteinander verbindet. Hat unter anderem aber auch den Nachteil, dass ich die Lampen nur sektionsweise von rechts nach links oder von links nach rechts oder in der Mitte von nach außen oder von außen nach innen schalten kann und nicht von vorne nach hinten. Wenn ich das von vorne nach hinten haben möchte, kann ich die Schiene nicht verwenden, weil die nicht dafür gedacht ist, so aufgebaut zu werden. Die ist nämlich ursprünglich dafür gedacht, dass darunter die Kabel verschwinden. Deshalb muss das Ganze auch gedreht werden. Aber nicht weiter schlimm. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich hätte zwar jetzt die Möglichkeit, aufgrund der Tiefe des Beckens von 75 cm mit den verschiedenen Sektionen zu spielen, aber ob das tatsächlich was bringt, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, das Licht habe ich ja jetzt schon einige Zeit drüber, seitdem die Lampe, ja, seitdem ich die jetzt habe, so knapp, ich glaube, 2,5, 3 Monate. Und das ist, ja, das Licht ist einfach klasse. Die Korallen haben sich sehr gut entwickelt, haben sich auch sehr schnell an das neue Licht gewöhnt. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann mich nicht genug beschweren. Farben kommen jetzt auch wieder nach dem Neustart. Passt alles. Und dazu noch eine passiv gekühlte, komplett leise Lampe in einer schönen, dünnen Optik. Dünner als jede andere Lampe, die momentan am Markt ist. Und ja, was soll ich sonst noch dazu sagen? Kann ich eigentlich nicht. Also ich mache das hier nicht aus Werbegründen. Ich mache das, weil ich von diesem Ding tatsächlich überzeugt bin. Ihr wisst selber, ich habe die Lampe bezahlt, ich habe das Becken bezahlt. Das ist reine Überzeugungsarbeit, was ich hier mache. Und nicht, weil ich irgendwas dafür bekommen habe. Also, das nur nochmal direkt schon vorab. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal zum Thema Licht. Ja, das nächste in der Reihe ist natürlich das Becken an sich, klar, logisch. Und wie ihr zum Teil hoffentlich unschwer erkennen könnt, es handelt sich um ein, ja, wie soll man das ganz ordinär sagen, Plastikbecken. Nein, es ist ein Acrylbecken aus Kunststoff. Hat den Vorteil, es ist klarer, die Farben kommen ganz anders rüber und es ist einfach nur genial. Was nicht so genial ist, da kommen wir später zu. Fakt ist, dieses Becken, so wie es jetzt hier steht, ist so von mir gewünscht. Ja, nicht ganz. Der Rand oben ist eine Notwendigkeit, die bei Acrylbecken notwendig ist, aus dem ganz einfachen Grund, Acryl nimmt mit der Zeit Feuchtigkeit auf. Gerade ja in der Innenseite, na klar, logisch, nimmt es Feuchtigkeit auf und zieht sich zusammen und irgendwann kriegt es einen Bauch. Aufgrund der Tatsache muss da oben ein Stabilisierungsrand drauf sein. Warum ich jetzt keine Querstreber habe, kann ich euch ganz einfach sagen, das hat mit meinem Wasserstand zu tun. Hätte ich jetzt eine 65er Höhe, wäre der Wasserdruck zu groß und das Ganze würde sich irgendwann durchwölben. Aber da ich insgesamt nur 40 cm oder 42 cm Wasserstand habe, nee, 40 cm, ist das vom Wasserdruck her machbar und ich habe oben einen umlaufenden Rand von, Entschuldigung, von 9 cm, also Außenkante bis dementsprechend zur Kante. Die Materialstärke des Glases, des Acryls, sind umlaufend 15 mm. Rückseite ist schwarz foliert, die Kopfseite links ist schwarz foliert und die Unterseite ist weiß foliert. Letztere habe ich foliert und deshalb sieht das auch nicht ganz so professionell aus. ach ja, Hersteller. Klar, viele wissen es schon, ich habe es in den entsprechenden Videos erzählt. Das Becken ist hergestellt worden von der Firma New Wave, also sprich vom von der Firma von Florian Schuran. Sitzt in Wassenberg und ja, ist für mich ein Katzensprung gewesen.
das hat ja auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Und auch von hier aus nochmal einen vielen herzlichen Dank, dass das alles so gut funktioniert hat, dass ich das Becken frühzeitig haben konnte. Es hat sich im Endeffekt auch gelohnt, kann ich hier an dieser Stelle sagen. Das Becken ist jetzt meines Erachtens fast stabil. Vor meinem Urlaub, die paar Tage, die ich weg war, naja, kann man nicht direkt als Urlaub zählen, lief es so weit, dass ich sagen konnte, okay, ich kann es jetzt mal ein paar Tage allein lassen. Und genau die Tage hatte ich auch gebraucht. Nochmal vielen herzlichen Dank, Florian, von meiner Seite aus. Und dieses wunderschöne Becken da im Hintergrund ist einfach nur gigantisch. Ja, zu den Abmaßen von dem Becken habe ich noch nichts gesagt. Das sind effektiv 550 Liter, die da oben jetzt stehen, inklusive dem Filterschacht, Abgrenzung, die hinten links in der Ecke. Links, rechts, ja genau, links. Links in der Ecke ist, und zwar angeschrägt. Maße sind 1,85 Meter, 75 cm tief und 45 cm Gesamthöhe. Macht also effektiv 550 Liter innen, circa, plus minus dann den Schacht, den ich hinten links in der Ecke habe, und das Ganze dann dementsprechend, ja, auf dem entsprechenden Untergestell ist. Jetzt muss ich gerade mal gucken, damit ich mich hier nicht verrenne. Genau, wir bleiben noch beim Becken. Erstmal das zum Hauptbecken an sich. Das nächste, was natürlich mit dem Becken oben zu tun hat, ist das Gestein. Und da geht dann auch nochmal ein recht herzlicher Gruß raus an den Norbert Dammers. Ich habe das gleiche Gestein, was ich im 625er Reefer benutzt habe, ja, 1:1 übernommen. Also ich habe es nicht ausgetauscht, ich habe es einfach nur zwischengelagert und dann wieder weiterverwendet, weil es halt einfach nur geiles Material ist. Es hat sich nicht irgendwie irgendwo was angereichert oder irgendwo Gammelstellen oder sonst irgendwas gehabt. Rausnehmen, natürlich vor die Korallen runter und dann kurz im Unterwasser zwischenlagern und wieder rein. Und es hat da weitergemacht, wo es aufgehört hat in meinem Reefer. Und zudem, es ist einfach zu bearbeiten. Also das Epo Reef ist einfach nur geil. Ja, später, dankeschön. ist einfach nur geil. Das Material, da ist super mit zu arbeiten. Den Aufbau, den ihr hinter mir seht, der ist komplett nur gestellt, ineinander verkeilt, aufeinander gestellt, weil ich ganz ehrlich gesagt hier und da mal Sachen rausnehmen wollen kann. Kaufen eine Tüte Deutsch, kostet nur 2,50 €, habe mich auch gehelft. Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur. Egal. Ich kann die Steine hier ab und zu mal rausnehmen, um an gewisse Stellen dran zu kommen. Das finde ich wichtig, damit ich auch mal hier und da meinen Boden richtig reinigen kann. Weil das ist nämlich der nächste Punkt. Dieser Boden ist ja von unten weiß foliert und durch dieses Folieren reflektiert das da unten richtig schön. Ich habe keinen Sand gewählt, weil dieser Sand mir A, Kratzer ins Becken bringen könnte beim Putzen. Das ist das eine, wo ich Angst vor habe. Und zum anderen ist diese cleane Optik einfacher zu bewirtschaften in dieser Beckengröße. Also das Becken läuft jetzt tatsächlich so dermaßen stabil und es ist einfach zu handeln, mal ein bisschen mehr Phosphat, mal ein bisschen weniger Phosphat, mein KH einzustellen etc. pp. Cyanus habe ich, klopf, 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 bis jetzt noch nicht gehabt. Und alles schiebe ich da drauf, weil ich die entsprechenden Steine, also sprich das Epo-Reef, eingefahrenerweise von meinem alten Becken 1:1 übernommen habe. Und die gesamte Biologie, die ich brauchte, war in diesem Epo-Reef drin. Und die hat einfach komplett direkt wieder weitergemacht. Das war das Thema Steine. Jetzt muss man eben gucken. Jetzt haben wir das nächste. Ah, ja. Strömung. Da gehen wir jetzt in den nächsten Punkt.